den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Deutschland als Automobilstandort erhalten, Arbeitsplatzvernichtung in der Automobilindustrie stoppen. Bevor ich den ersten Redner aufrufe, weise ich darauf hin, dass jeder Redner eine Redezeit von 5 Minuten hat. 5 Minuten sind nicht 5,5. Wenn Sie es in 4,5 Minuten schaffen, sind Sie auf der sicheren Seite. Der erste Redner ist der Kollege Enrico Comming für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollegen, lieber Wirtschaftsminister Altmaier, zunächst an Sie. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie trotz Ihres Handicaps zu dieser Debatte hierher kommen. Offensichtlich interessiert Sie das, was Sie mit der Autoindustrie anrichten. Autoland ist abgebrannt. Es wird nicht nur gezündelt. Inzwischen brennt die ganze Hütte, Herr Minister. Meine Damen und Herren, wenn ich mal nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Diesem von der Bundesregierung allzu oft beschworenen Konzept folgte 2008 das Bundesverkehrsministerium mit der Gründung der nationalen Plattform Zukunft Mobilität. Nach fast 1,5 Jahren Tätigkeit jetzt immerhin ein Zwischenbericht. Durch die verordnete Elektromobilität sind in Deutschlands Automobilindustrie mehr als 400.000 Arbeitsplätze bis 2030 bedroht. Was für eine Überraschung. Ideen oder Konzepte? Keine. Auch keine Überraschung. Vermutlich ist die Zahl angesichts der Automobilbranche mit den rund 2 Millionen von ihr abhängigen Arbeitsplätzen noch viel zu niedrig angesetzt. Und, meine Damen und Herren, es wird noch viel schlimmer kommen. Denn Elektroautos werden in Deutschland langfristig nicht gebaut werden. Schon heute macht sich der Kreuzzug der Bundesregierung gegen die Autobranche bemerkbar. Nicht bei den großen Konzernen. Die werden wirklich weich abgefedert. Dafür umso mehr beim deutschen Mittelstand, zu dem nahezu alle Automobilzulieferer gehören. Allein 2019 haben mittelständische Zulieferer wie Eisenmann, Avier, Guss, Weber Automotive oder JD Norman Germany Insolvenz angemeldet. Tausende von Arbeitsplätzen fallen hier weg. Aber auch die Großen wie Bosch, Schaeffler, Michelin, Brose oder Conti bauen massenhaft Stellen ab oder beantragen Kurzarbeit. Alles Mittelständler. Der Kahlschlag im deutschen Mittelstand ist im vollen Gange. Alle Beteuerungen oder Strategieblätter der Bundesregierung werden so ad absurdum geführt. Schon im abgelaufenen Jahr hat Ihr Kampf gegen das Auto 0,5% Wirtschaftswachstum gekostet. Und dabei legen Sie jetzt erst richtig los. Und warum das alles? Weil Sie sich in den Kopf gesetzt haben, dass die Abschaffung des Verbrennungsmotors zugunsten der Elektromobilität das Allheilmittel gegen die globale Erwärmung ist. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren Kollegen, das ist sie nicht. Wenn Sie mit Deutschlands Industrie fertig sind, dann wird die einzige CO2-Einsparung darin liegen, dass hier nur noch wenige Menschen ausatmen. Es wird nämlich keine mehr geben, weil Sie hier keine Lebensgrundlagen mehr finden. Dem Klima im Übrigen ist das völlig egal. Wenn Sie tatsächlich CO2 einsparen wollen, dann gibt es weitaus bessere Methoden. Allein durch Ihre schwachsinnige, monströs teure Energiewende wurden wegen der schon jetzt abgeschalteten Kernkraftwerke zwischen 2011 und 2017 unnötige 36,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Pittsburgh, Berkeley und Santa Barbara. Die Kosten Ihres Kreuzzuges werden ins Unermessliche steigen. Steuerausfälle für die ersatzlos wegfallenden Arbeitsplätze, staatliche Transferleistungen für Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Arbeitslosigkeit Betroffenen. Schon heute wandern Hunderttausende deutsche Leistungsträger in andere Staaten aus, auch in Länder, in denen Autos gebaut werden. Sie schaffen soziales Elend in den Ländern, in denen Kobalt und Lithium unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut werden. Und sie schaffen soziales Elend hier, indem sie ohne Not Hunderttausenden Menschen und ihren Familien für eine religiös daherkommende ideologische Idiotie die Existenzgrundlage entziehen, meine Damen und Herren.
Ich sage Ihnen, was Sie machen können, um nicht nur die deutsche Automobilbranche, sondern auch die ganze Industrie zu retten und nebenbei CO2 einsparen zu können. Hören Sie auf, einen Krieg gegen den Verbrennungsmotor zu führen. Machen Sie Platz für eine neue und dringend notwendige Säkularisierung, die Klimareligion und Staat voneinander trennt. Schaffen Sie die Rahmenbedingungen dafür, dass die deutsche Schlüsselindustrie, die Automobilindustrie, wieder weltweit Spitze sein kann. Machen Sie Politik, die die Erforschung und Entwicklung effizienter und sparsamer Antriebssysteme ermöglicht, und zwar technologieoffen. Dann können auch zukünftige Generationen von Deutschen hoffen, hier in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben zu können. Die Zeit ist abgelaufen, Herr Kollege. Lebensgrundlagen, die Sie durch Ihre Politik gefährden. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Matthias Haider. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. So eine Aktuelle Stunde hat ja normalerweise den Anspruch, dass man auch mal was Neues erfährt und dass man mal über Entwicklungen spricht, die nicht schon in der letzten Aktuellen Stunde, die Sie beantragt haben, hier zum Vortrag gekommen sind. Deshalb, Sie haben vorwiegend, Herr Kollege Komning, in den Rückspiegel geguckt, um mal beim Fahrzeugthema zu bleiben. Die AfD, wenn Sie nur Diesel und nur Benziner apostrophieren, meine Damen und Herren, das war gestern. Die Zukunft sieht anders aus. Zukunft ist das, was der Markt nachfragt. Und das sind in der heutigen Zeit umweltschonende und verbrauchsgünstige Antriebstechnologien und Fahrzeuge mit einem hohen digitalen Technologiestandard. Das Auto von morgen muss mehr bieten, als wie Sie sich das vorstellen, nämlich ein Fahrgestell, vier Räder, ein Motor und ein paar Sitze. Das Fahrzeug von morgen ist ein Fortbewegungsmittel und es ist eine Plattform für vielfältige digitale Anwendungen und Serviceleistungen, die das Fahren effizienter, sicherer und vor allen Dingen zukunftsorientierter machen. Diese Herausforderungen müssen wir annehmen. Neben Hardware und Software wird es eine Vielzahl von Anwendungen geben, die von uns von großem Interesse sind. Automobilkonzerne sind mittlerweile auf dem Weg, Tech-Konzerne zu werden. Sie konkurrieren, sie kooperieren, verschmelzen Produkt und Dienstleistung miteinander. Und VW wird bei den Analysten noch als klassischer Automobilhersteller geführt. Tesla, meine Damen und Herren, das ist ein Technologiekonzern neuer Prägung, können Sie demnächst hier in Brandenburg vor der Haustür wahrscheinlich besichtigen. Was machen Sie mit der Aktuellen Stunde? Sie schüren erstmal die Angst vor Veränderungen in diesem Land. Und Angst, meine Damen und Herren, ist ein ausgesprochen schlechter Ratgeber. Sehen Sie sich mal die Abwärtszahlen der Automobilindustrie des letzten Jahres an, 2019. Da gab es erhebliche Zuwächse. Alle großen Hersteller, BMW, Mercedes-Benz, VW, Audi, haben Spitzenergebnisse im Absatz von Fahrzeugen erzielt. Dazu gehörten auch schon Fahrzeuge, die mit Hybridantrieb oder mit Elektroantrieb unterwegs waren. Die Zahlen sind noch Anlass für Optimismus, aber Sie werden das bei rückwärts gerichtetem Blick nicht so gesehen haben, denn dann entgeht Ihnen die Herausforderung Klimawandel und es entgeht Ihnen auch die Chance bei der Digitalisierung. Wenn wir das aber mal machen, dann sehen wir, dass es Risiken gibt. Und diesen Bremsspuren, und das ist ein richtiger Punkt, den Sie aufgeworfen haben, den müssen wir entgegenwirken. Natürlich wird das Auswirkungen haben auf unseren Arbeitsmarkt. Natürlich werden sich die Produkte, werden sich die Produktionsverfahren und werden sich die Maßnahmen, die mittelständische Unternehmen und große Hersteller leisten müssen, ändern. Und wir müssen diesen Wandel begleiten, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie die Produkte ansehen, die jetzt in großer Technologiezahl schon auf dem Markt sind, die mit Masse aus den USA und China kommen, die werden uns keine E-Mail schreiben aus Peking und aus Washington und uns freundlich einladen, noch ein bisschen mehr zu tun. Die sind mit ihren Produkten auf den Markt gekommen und wir müssen diesen Wettbewerb aufnehmen.
Nur wer wettbewerbsfähig ist, hat mit seinen Arbeitsplätzen am nationalen Standort eine Chance, meine Damen und Herren. Das müssen wir nach vorne bringen. Das ist das Gebot der Stunde. Wir haben, um das mal klar zu sagen, in diesem Transformationsprozess etwas zu leisten. Wir haben Milliardeninvestitionen in neue Antriebstechnologien. Wir haben einen harten internationalen Preiswettbewerb. Und wir haben einen schwelenden globalen Handelskonflikt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sehen, dass Automobilhersteller derzeit ihren Gürtel enger schnallen, dass das bei Audi, bei VW, bei Daimler Arbeitsplätze kosten wird. Aber wir müssen diesen Wandel in der Arbeitswelt begleiten. Wir müssen das mit Förderung unterstützen. Wir machen das, zum Beispiel mit steuerlicher Forschungsförderung seit Beginn dieses Jahres, zum Beispiel mit Förderung von Projekten, zum Beispiel mit Förderung von Batteriezellenentwicklung und von Wasserstofftechnologie und auch mit neuen Säulen in unseren Straßen. Meine Damen und Herren, wir nehmen die Zukunft an. Sie gucken in den Rückspiegel. Das ist der Unterschied in der Politik. Der nächste Redner ist der Kollege Reinhard Hupen, FDP-Fraktion. Sie stellen mir das doch ein, Herr Präsident. Die 5 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, Herr Altmaier, schön, dass Sie da sind. Aber, Herr Dr. Haider, wir haben doch neue Informationen. Wir haben doch aktuelle Meldungen. Heute ist also doch bestätigt worden, dass Donald Trump Druck auf Europa ausgeübt hat, indem er gesagt hat, wenn ihr im Iran jetzt nicht mal etwas mehr auf die Sanktionen zugeht, dann gibt es 25% Zölle auf Fahrzeuge. Die Bild-Zeitung meldet im Moment, die chinesische Regierung würde Druck auf Deutschland ausüben, Huawei die Möglichkeit zu geben, hier zu investieren. Sonst würde man sich mal umschauen, wie man denn die Autoimporte nach China bewertet. Und ich habe es eben gesehen auf dem Zettel, Herr Minister, die CDU-CSU-Fraktion hat noch 3 Redeslots, 5 Minuten. Also Sie haben durchaus die Chance, hier aktuell zu diesen Dingen jetzt hier Stellung zu nehmen. Dann würde es wirklich eine aktuelle Stunde sein. Denn das, was ich von der AfD gehört habe, lieber Herr Komning, war ja nun wirklich nicht besonders aktuell. Das kommt noch erschwerend hinzu, Herr Kollege. Richtig ist aber auch, dass unsere Automobilindustrie in einer Krise ist. Im Jahr 2019 sind In 2019 ist der Umsatz von Autoherstellern und Zulieferbetrieben um mehr als 11% zurückgegangen. Doch wie konnte das denn dazu kommen? Sicherlich, weil die Unternehmen auch Fehler gemacht haben. Der Dieselskandal, meine Damen und Herren, hat natürlich das Vertrauen in die deutsche Industrie insgesamt erschüttert. Wir sind da alle auf den Arm genommen worden. Und gerade natürlich vom am stärksten politisch beeinflussten Unternehmen in Deutschland, vom VW-Konzern. Und wie geht man dann damit um? Man stellt die Weichen falsch. Subventionen werden versprochen. Es gibt planwirtschaftliche Elemente. Und dann wird die Planwirtschaft auch noch schlecht gemacht. Es wird großzügig angekündigt, dass zum Anfang dieses Jahres die Förderungen zur Elektromobilität gesteigert werden, die Beträge erhöht werden. Und bis heute liegt der Europäischen Kommission nicht mal die aktualisierte Richtlinie zur Notifizierung vor. Das heißt praktisch, im Moment warten Hersteller, Händler und Kunden darauf, dass endlich das, was Politik, was auch Sie, Herr Altmaier, versprochen haben, nun Wirklichkeit wird. Einfach, weil man handwerklich nicht in der Lage ist, die entsprechenden Papiere nach Brüssel zu bringen. Dass Sie auch in Ihrer Kommunikation mit der Industrie ein schiefes Bild haben, zeigt sich als ein Ergebnis einer kleinen Anfrage, die ich gestellt habe. Sie haben in den letzten Jahren 22 Gespräche geführt mit großen und kleineren Automobilunternehmen. 9 Gespräche allein mit dem VW-Konzern, 22 Gespräche insgesamt, 9 mit dem VW-Konzern und genau einmal mit einem kleinen, innovativen Start-up
der Firma IGO. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn Sie Prämien versprechen, die natürlich die großen Konzerne über ihr bisheriges Programm von Diesel- und Benzinautos quersubventionieren können, die kleinen Start-ups natürlich nicht. Und damit drücken Sie natürlich so Firmen wie IGO oder Sono Motors sofort wieder aus dem Markt. Meine Damen und Herren, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in bestimmten Bereichen sicherlich Elektromobilität, batteriebetriebene Elektromobilität in der Zukunft haben werden. Sie ist auch in bestimmten Bereichen richtig einzusetzen, gerade in Ballungszentren. Aber nun zu meinen, wir würden alle technischen Probleme nur mit elektrobetriebenen Fahrzeugen lösen können, ist ein Fehler. Wir sind fest davon überzeugt, dass auch der Verbrennungsmotor weiterhin gebraucht wird und dass er auch eine Zukunft hat. Und wir sollten darauf setzen, die entsprechenden Betriebsmittel so herzustellen, dass eben auch Autos mit Verbrennungsmotor weiterhin klimaneutral fahren können. Und dann, wenn wir die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, meine Damen und Herren, kann auch wieder die Stärke der deutschen Industrie, speziell auch der deutschen Automobilindustrie, greifen, nämlich ein komplettes Programm an Fahrzeugen anzubieten mit den unterschiedlichsten Antriebsarten, unterschiedliche Modelle. Und dann können deutsche Ingenieure auch wieder das umsetzen, was sie am besten können, nämlich gute Lösungen für den Kunden weltweit anzubieten. Vielen Dank. Der Kollege Falko Mors hat das Wort für die SPD-Fraktion. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Komling, Sie haben das ja gleich am Anfang Ihres Redebeitrags hier zum Besten gegeben, worum es Ihnen eigentlich geht. Es geht Ihnen um Angst, es geht Ihnen um Skandalisierung, es geht darum, Sorgen zu streuen, indem Sie davon gesprochen haben, Autoland abgebrannt. Das war ja der Titel, unter dem Sie diese Aktuelle Stunde eigentlich beantragt haben. Und es zeigt ja, auf welchem geistigen Niveau Sie sich hier bewegen. Was Sie als AfD tun, ist, Nationalismus nach vorne zu stellen. Das ist mit sehr das Letzte, was eine globale Industrie braucht. Was Sie tun, ist, dass Sie alle Förderung zur Ladeinfrastruktur streichen wollen. Das ist mit Sicherheit das Letzte, was der Autoindustrie in Deutschland hilft. Das, was Sie tun, ist zu glauben, wenn alles so bleibt, oder man möchte eigentlich sagen, wenn alles so ist, wie es mal war, dann wird schon alles gut. Das ist Ihre Logik. Und ich muss Ihnen leider sagen, nein, wenn alles so bleibt, wie es ist oder war, dann wird es noch viel schlimmer, Herr Komling. Denn das Thema ist auch viel zu wichtig, um es eben mit Ihrer rückwärtsgewandten Logik anzupacken und zu beantworten. Und es ist doch völlig klar, natürlich hat die Automobilindustrie einen radikalen Wandel vor sich und steckt schon mittendrin. Natürlich ist durch die Digitalisierung in der Autoindustrie eine völlige Veränderung von Produkt, Produktion und Prozess zu bewältigen. Und natürlich gibt es doch auch aus der Klimaveränderung, aus der Umweltdebatte heraus die Notwendigkeit, dass Industrie in Deutschland modern und umweltfreundlicher wird. Und natürlich ist es ein radikaler Wandel, der vor der Automobilindustrie steckt. Aber, meine Damen und Herren, den Kopf in den Sand der Ignoranz zu stecken, wie Sie es von der AfD tun, das ist doch mit Sicherheit keine Strategie, um Industrie in Deutschland in die Zukunft zu führen. Das ist wirklich einfach nur einfältig, meine Damen und Herren. Sie reden von technologieoffener Innovation. Und alles, was Sie tun, ist festzuhalten am Verbrennungsmotor. Alles, was Sie tun, ist, sämtliche Fördergelder streichen zu wollen, die zukunftsgerichtet für die Automobilindustrie notwendig sind. Alles, was Sie tun, ist gegen die Autoindustrie in Deutschland gerichtet und gegen die Beschäftigten in diesem Land gerichtet. Das, meine Damen und Herren, das ist die Realität der AfD. Und wenn man sich anguckt, was die Studie der Nationalen Plattform zur Zukunft der Automobilindustrie doch veröffentlicht hat am Anfang der Woche, ist doch zu sagen, was passiert, wenn die E-Mobilität schneller eingeführt wird und gleichzeitig nämlich es nicht geschafft wird, dass Deutschland eine aktive Industriepolitik macht. Also das heißt, wenn Deutschland es nicht schafft, zusätzliche Wertschöpfung im Bereich der Batterie
Forschung im Bereich der Batterieproduktion nach Deutschland zu holen. Und das, meine Damen und Herren, ist doch genau das, was wir gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsminister in der Koalition nach vorne stellen. Und schauen Sie sich doch das doch mal an. Herr Kommling, Sie behaupten, es gibt in Deutschland gar keine Elektrofahrzeuge, die gebaut werden. Gehen Sie mal nach Zwickau, gucken Sie sich das doch mal an. Da ist doch für Milliarden das Werk umgerüstet worden, um Elektromobile zu produzieren. Gehen Sie doch nach Salzgitter, wo die Forschung von Volkswagen angesiedelt wird und von Volkswagen die Batterien in Zukunft gebaut werden, oder nach Braunschweig. Machen Sie doch mal die Augen auf, Herr Kommling. Nehmen Sie doch mal die Realität zur Kenntnis und stecken Sie nicht, ich habe es gesagt, Ihren Kopf einfach nur in den Sand. Das ist mit Sicherheit überhaupt keine Vorwärtsstrategie, meine Damen und Herren. Das, was wir machen, ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren, damit eben wirklich auch die E-Mobilität zukunftsfähig ist. Das, was wir machen, ist, Gesetze zu verändern, damit eben der Ausbau der Infrastruktur besser, wir haben das gerade am Anfang der Woche ja gelesen, beispielsweise im Mietwohnungsbau voranschreiten kann. Was wir machen, ist die Ansiedlung von Forschung und Produktion von Batterien in Deutschland. Das, was wir machen, ist die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voranzutreiben, damit eben Sicherheit im Wandel entstehen kann. Das, was wir machen, ist mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten dafür zu sorgen, dass Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt entsteht. Und Herr Huben, vielleicht auch das noch mal ganz kurz, dass übrigens das Land Niedersachsen 20% an Volkswagen hält, ist eine der Beschäftigungsgarantien dieses Unternehmens und überhaupt nicht schädlich, meine Damen und Herren. Das, was Sie wollen, sage ich, die Beschäftigung ist die Privatisierung von Volkswagen in vollem Umfang. Das ist schädlich, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass unsere Industrie Zukunft hat und Innovation voranstellt. Wir wollen Sicherheit von Arbeitsplätzen erhalten. Als AfD stehen Sie für Angst und Vergangenheit. Herr Kollege, die Zeit ist abgelaufen. Für Innovation und Sicherheit. Das muss gesagt werden, Herr Präsident. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Alexander Ulrich hat das Wort für die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte von der AfD ist mal wieder etwas skurril. Der Titel wurde schon erwähnt. Ich habe mich auch gewundert, sind wir jetzt schon in dem Karneval oder im Fasching? Autoland abgebrannt, vielleicht werden Sie heute noch reingekommen als Jim Knopf. Nee, so weit ging es nicht, Sie mussten es dann doch verändern. Aber eins kann man mal deutlich sagen, die größte Gefahr für die Automobilindustrie in Deutschland und die Beschäftigung geht eigentlich von der AfD aus. Die Klimawandel und sämtliche Veränderungsprozesse verleugnet. Wer das tut und hier heute noch mal darstellt, das ist eine Gefahr für Deutschland. Andersrum, Sie sind keine Gefahr. Zum Glück sind Sie in keiner Landesregierung, in keiner Bundesregierung vertreten. Das wird auch so lange so bleiben. Und wenn es nach der AfD ginge, würde man wahrscheinlich heute noch um die Brieftauben kämpfen oder um den Heizer auf der E-Lok. So kommt mir auch die Debatte vor, wenn es um die Zukunft des Verbrennungsmotors geht. Das ist ja unstrittig mittlerweile, dass wir in Deutschland auf dem Weg sind, dass in Zukunft viel mehr Elektromobilität auf der Straße sein wird. Das bezweifelt auch niemand mehr. Das bezweifelt weder ein Automobilkonzern, das bezweifelt weder der VDA, das bezweifelt auch nicht die IG Metall, das bezweifelt auch kein Betriebsrat in diesem Land. Alle wissen, in Zukunft wird es mehr Elektromobilität geben. Und es ist nun mal so, dass in diesem Bereich weniger Arbeitsplätze gebraucht werden wie beim Verbrennungsmotor. Und man kann das jetzt leugnen und kann den Menschen Angst machen wie Sie, oder man kann sagen, lasst uns doch etwas, was wir nicht verhindern können, was auch sinnvoll ist, auch wegen dem Klimawandel sinnvoll ist, lasst uns das doch so machen, dass hoffentlich die Menschen von diesem Strukturwandel nicht verlieren oder hinten runterfallen, sondern dass sie eine Chance bekommen, im Strukturwandel mitzugehen zur guten Arbeit, zur anderen Arbeit, zur besseren Arbeit wie heute. Das ist doch die Aufgabe, vor der Politik steht. Und das ist auch das, wie ich verstehe, was der Automobilgipfel eigentlich auch hergeben soll, wo auch VDA und IG Metall auch wieder gemeinsame Erklärungen abgegeben haben, was jetzt dringend notwendig ist. Und die AfD sollte sich mal damit beschäftigen. Und es ist nun mal so, ich nehme jetzt mal die Zahl vom VDA, dass auch die Automobilindustrie 50 Milliarden investiert in den nächsten Jahren bis 2023 für neue Antriebstechnologien. Das machen die doch nicht deshalb, weil sie bezweifeln, dass die Zukunft nur beim Verbrennungsmotor liegt. Die wissen auch, dass da jetzt was getan werden muss. Und wenn wir die CO2-Werte einhalten wollen in diesem Land bis 2030, die von der EU-Kommission vorgegeben werden, bedeutet das bis 2030, dass jedes zweite Auto auf der Straße ein E-Auto sein wird. Wer das bezweifelt, der muss dann wirklich zum Karneval gehen, aber keine Debatte im Bundestag anfallen. Wir haben aber natürlich ein Problem, dass
FDP ist natürlich immer eine Partei, die sagt, der Markt wird alles regeln. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir stehen vor einer derartigen Transformation in unserer wichtigsten Industriezweig, dass das der Markt allein nicht mehr regeln wird. Hier muss sozusagen der Staat mithelfen, diese Transformation hinzubekommen. Und es gibt auch viele Vorschläge. Es muss wieder, Thema von vorhin, deutlich mehr investiert werden wie bisher. Zum Beispiel auch in die Infrastruktur. Wir brauchen viel mehr auch Ladegeräte. Auch da muss viel mehr gemacht werden. Herr Altmaier, da müssen Sie von der Bremse mal runter. Da muss deutlich mehr gemacht werden. Schon kriegen wir die Infrastruktur gar nicht hin, um so viele Autos auf die Straße zu bekommen bis 2030. Und auch die Automobilindustrie selbst muss sich auch ein bisschen wandeln. Es wird vielleicht in Zukunft nicht mehr nur rein ein Automobilhersteller sein, sondern ein Mobilitätskonzern mit all dem, was das auch mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, wo auch Politik mithelfen muss, mit deutlich mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, mit deutlich mehr Investitionen in die Infrastruktur. Und wir müssen das auch sozialpolitisch flankieren. Ich finde die Vorschläge der IG Metall richtig gut, zu sagen, wir brauchen so etwas wie ein Transferkurzarbeitergeld, was den Menschen eine Chance gibt, durch Weiterbildung und Qualifizierung in neue Arbeit qualifiziert zu werden. Eine Abkehr vom bisherigen Instrument der Kurzarbeit hin zu einem Übergangskurzarbeitergeld, was genau das machen soll, dass man in diesen Bereichen dann auch tatsächlich in neue Arbeit hinqualifiziert werden kann. Wir brauchen aber auch schon eine vorsorgliche auch Strukturpolitik in den Regionen. Auch da muss das EU-Beihilferecht verändert werden. Wir haben heute ein System, dass in Zukunft man nur in Regionen eigentlich was machen kann, wo schon ja, die Krise vorhanden ist. Und wir müssen das verändern, um Vorsorge zu betreiben, gerade in Regionen wie Saarland oder auch Westpfalz oder andere Regionen in Thüringen, wo wir wissen, dass dieser Strukturwandel zu großen Problemen führt. Da muss man jetzt schon das Beihilferecht so anpassen, damit man jetzt schon da mehr machen kann, wie das in der Vergangenheit möglich war. Ich denke, Politik muss da auf Europäischer Union dafür werben und sorgen, dass das funktioniert. Und wir müssen auch im Bundestag durch die sozialpolitischen Maßnahmen, Herr Heil will ja was vorbereiten, wir sind gespannt, müssen wir da was umsetzen. Aber eins sage ich auch, wenn Politik viel Geld in die Hand nimmt, wie möglicherweise bei Tesla oder wie auch bei Opel PSA in Kaiserslautern, wo ich herkomme, wenn Politik viel Geld in die Hand nimmt, dann muss das verbunden werden mit einer Zusage für Mitbestimmung, Tarifverträge und Arbeitsplätze. Vielen Dank. Der nächste Redner, der Kollege Dieter Janicek, Bündnis 90 Grüne. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Komnik, es ist nicht 1950 und Herr Spaniel, es ist nicht 1930, es ist 2020. Und wir haben Megatrends, Digitalisierung, ich erkläre es Ihnen nochmal, brachiale Kostensenkung der Batterieelektrik, erneuerbare Energien, runter mit den Kosten in einer unglaublichen Form der letzten Jahre. Wir haben bei Bosch heute die Meldung, dass eine Transformationsoffensive geplant wird, dass man dort bei der Brennstoffzelle vorangeht. Wir haben einen Automobilgipfel. Herr Altmaier, es wäre ja schön, wenn Sie auch da sind, dass Sie dann auch reden und dazu vielleicht Stellung nehmen, der davon ausgeht, zu sagen, wir möchten gemeinsam Arbeitgeber und Gewerkschaften die Transformation schaffen. Jetzt habe ich aufmerksam zugehört bei Ihnen. Ich meine, es heißt hier irgendwie Deutschland als Automobilstandort erhalten. Ich hatte den Kugelschreiber und wollte was aufschreiben, ob Sie was dazu sagen. Das haben Sie nicht gemacht. Und ich weiß, warum. Weil Sie sind das, nämlich die Arbeitsplätze vernichten. Die AfD, das sind die Arbeitsplatzvernichter für Deutschland bei der Automobilindustrie. Weil Sie haben nichts zu bieten. Sie sind von gestern und Sie verschlafen die Zukunftstechnologien. Wenn man nach Ihren Maßgaben handeln würde, dann hätten wir gar keine Arbeitsplätze mehr in Deutschland, in naher Zukunft in Deutschland. Und das sage ich Ihnen auch als jemand, der bei BMW in der Region Dingolfing aufgewachsen ist. 17.000 Menschen arbeiten dort. 4 Uhr morgens mit dem Bus hat man dann hingekriegt, mit einem gemeinsamen Sammelsystem. Mein Wahlkreis München, BMW, starker Arbeitgeber. Meine Frau kommt aus Ingolstadt-Region, Audi. Wir sind seit so vielen Jahren regelmäßig im Gespräch. Und die Menschen, die lassen sich von Ihnen nicht für dumm verkaufen. Die wissen nämlich ganz genau, dass sie nur dann Jobs für die Zukunft kriegen, wenn wir ganz entschlossen in die Zukunftstechnologien investieren. Und die Zukunftstechnologien sind momentan vom Markt drin für die Pkw-Mobilität. Ist es die Elektromobilität? Wir werden auch bei den E-Fuels forschen und entwickeln müssen, absolut. Aber wahrscheinlich eher für Segmente im höheren Gewichtsbereich.
Wir brauchen auch bei der Brennstoffzelle Anstrengungen mit Sicherheit. Und wir müssen das alles zusammenführen mit den erneuerbaren Energien, die wir auch kostengünstig haben wie nie zuvor. Das heißt, die Chance ist ja da, Technologieführerschaft auf der Welt anzustreben. Und Sie müssen mal ein bisschen rauskommen so aus der Blase. Es gibt nicht nur Deutschland. Sie können ja den Diesel ins Grundgesetz schreiben. Dann werden trotzdem die Chinesen 50% der Batterieelektrik entwickeln. 99% der Elektrobusse heute haben die gesamten Kapazitäten der erneuerbaren Energien dort aufbauen. Oder wir machen es selber und werden selber Technologieführer. Das wäre mal eine Ansage. Und das schafft Arbeitsplätze. Und da haben Sie gar nichts zu sagen. Und deswegen sind Sie jetzt auch so aufgeregt. Da sind Sie so aufgeregt. Gehen Sie mal in eine Versammlung von Bosch, wie ich es gemacht habe vor kurzem bei Bamberg. Die glauben Ihnen doch kein Wort, dass Sie Ihnen dann sozusagen mit dem Versprechen, wir machen jetzt den Bleifuß, ja, wir machen den Bleifuß weiter. Da kommen wir aber nach vorne. Da erklären die Sie für verrückt, ja. Also die Leute lassen sich nicht für dumm verkaufen. Die wollen von Ihnen hören, was für die Zukunft geeignet ist, um die Automobilindustrie nach vorne zu bringen. Und wir brauchen nachhaltige Mobilität. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich auch geändert. Die Menschen wollen heute, dass Klimaschutz und Technologieführerschaft zusammengeht. Und die Chance ist da. Wir können das in Deutschland, aber wir müssen endlich entschlossen investieren. Und das heißt auch bei der Digitalisierung. Genau, hinschauen, was da passiert. Ich arbeite ja auch in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Falko Moors ist auch dabei. Wir sind in der Projektgruppe, die neuen Mobilitätsformen, die wir kriegen werden, auch gerade für ländliche Räume, da sind ja unglaubliche Chancen auch drin. Denn da bin ich auch als jemand, der im ländlichen Raum aufgewachsen ist, sehr bewusst, dass dort die Diesellok von A bis B nicht alle Probleme lösen wird. Also die Automobilität wird da sein, aber wir werden sie neu organisieren. Und da sind Konzerne wie VW, BMW, Daimler, aber hoffentlich auch Start-ups, Sie haben es angesprochen, Herr Hoben, Sono Motors, Ego, die brauchen auch Chancen, Herr Altmaier, die brauchen auch Chancen auf dem Markt. Wir können nicht immer nur auf die Großen schauen. Es ist ja schon so, dass die Deutsche Post eines der führenden Automobilunternehmen Deutschlands mittlerweile geworden ist. Jetzt haben wir auch Sono Motors, Igor, kleine Unternehmen, die momentan kämpfen, auf dem Markt zu bestehen. Auch die müssen wir unterstützen, damit es neue Formen von Mobilität gibt, die eine Chance haben. Der neue Markt ist vielfältig, Wettbewerb ist angesagt. Darum müssen wir kämpfen. Und Deutschland hat die Chance, Technologieführer zu bleiben mit den großen Konzernen, die wir haben, mit den Startups zusammen. Darum muss es in den nächsten Jahren gehen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Janicek. Jetzt kommt der Kollege Carsten Müller, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne Zweifel steht der Automobilstandort Deutschland und die damit verbundenen Hunderttausende Arbeitsplätze vor großen Herausforderungen. Und wir lesen es jeden Tag in der Zeitung. Heute äußert sich beispielsweise der Chef von Volkswagen, wie sich sein Unternehmen diesen Herausforderungen stellen will. Wir wollen das politikseitig begleiten. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass die deutsche Automobilindustrie sich diesen Herausforderungen bewusst ist. Und es bedarf mit absoluter Sicherheit nicht ihrer aktuellen Stunde der AfD. Und meine Damen und Herren, wenn ich hier den Kollegen Ulrich höre, der sagt, die AfD ist das größte Problem der Automobilindustrie, dann kann ich Ihnen nur entgegenrufen, Sie sind ein nicht minder großes Problem, wenn ich mich alleine an die Äußerungen Ihrer Fraktionskollegin Leidig erinnere, die sich hier in einer an sich nicht zu übertreffenden, in einem nicht zu übertreffenden Zynismus immer dann freut, wenn es der deutschen Automobilindustrie und damit auch Beschäftigten an den Kragen geht. Das sollten Sie sich mal hinter den Spiegel schreiben. Meine Damen und Herren, eines ist auch ziemlich klar. Alternative Antriebe, Elektromobilität, synthetische Kraftstoffe, das sind die Themen der Zukunft. Dazu kommt autonomes Fahren. Dort wird investiert, im Übrigen nicht nur vom Bund, dem ich dafür ganz herzlich danke, sondern auch von den Ländern. Meine Heimatregion Braunschweig, Wolfsburg, ist jetzt gerade jüngst ein Testfeld für autonomes Fahren eröffnet worden. Und das findet internationale Beachtung. Richtigerweise ist gesagt worden, dass sich das Mobilitätsbedürfnis verändert, dass sich das Mobilitätsverhalten verändert und im Übrigen auch, dass sich die Produktion von Fahrzeugen ziemlich dramatisch verändert. Und es ist ja ein abenteuerlicher Irrglaube zu meinen, dass wir beispielsweise im Jahr 2030 uns hier über eine Automobilindustrie unterhalten werden, wenn wir, wie Sie das machen, wenn wir uns vorstellen, dass die Fahrzeuge und die Produkte dann aussehen, wie sie vor 20 Jahren ausgesehen hätten. Dann ist hier nämlich bei dem Punkt Stille. Und meine Damen und Herren, Herr Spaniel, also zu Ihnen kommen wir später noch. Meine Damen und Herren, wir müssen mal eines sehen, und das haben Sie überhaupt nicht, in Ihrer engen Begrenztheit sind Sie überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das anzusprechen. 3 von 4 Fahrzeugen der deutschen Automobilindustrie werden exportiert. Und Sie haben die
abenteuerliche Vorstellung, dass wir alleine mit nationaler Regulierung hier einen großen Einfluss ausüben können. Ehrlich gesagt, denken Sie mal 150 Kilometer weiter. Es fällt Ihnen schwer, wir sehen das immer wieder, aber das Weltgeschehen ist dafür der maßgebliche Faktor. Und meine Damen und Herren, wir haben es nun mal mit dem Problem zu kämpfen, dass die weltweite Automobilproduktion und der weltweite Automobilabsatz im Jahr 2019 um 5%, mithin um über 4 Millionen Einheiten zurückgegangen ist. In den USA noch viel stärker. Sie sind da leider nicht à jour. Allerdings, die deutsche Automobilindustrie ist ganz gut gerüstet. Auf dem weltweit wichtigsten Markt ist beispielsweise das Unternehmen Volkswagen auch in absoluten Zahlen, in einem schrumpfenden Markt, der um 15% geschrumpft ist, gewachsen. Und selbst die Hersteller BMW und Mercedes haben dort erhebliche Marktanteile hinzugewonnen. Das ist positiv. Das ist positiv, weil es zeigt, dass wir Produkte entwickeln, die mittlerweile schon zukunftsfähig sind. Und immer wieder werden wir, und Sie versperren sich aus ideologischen Gründen diese Neuerungen, die auch Elektromobilität heißen, die allerdings auch alternative Antriebe heißen. Ich will allerdings eines sagen. Man kann sich schon, und das finde ich durchaus einen begründeten Punkt, man kann sich schon darüber Gedanken machen, ob das alleinige Setzen auf Elektromobilität der richtige Weg ist. Es ist es nicht. Das Thema für uns heißt Technologieoffenheit. Und meine Damen und Herren, auch der Verbrenner ist so schnell nicht abzuschreiben. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir 3 von 4 Fahrzeugen der deutschen Automobilhersteller in anderen Teilen der Welt absetzen. Und da ist beispielsweise die Elektroinfrastruktur, die Strominfrastruktur noch auf einem deutlich schlechteren Stand als hier. Und deswegen müssen wir in die Erforschung und in die Etablierung von synthetischen Kraftstoffen mehr investieren. Und man muss auch eines sagen, es ist durchaus zulässig, die in Teilen fragwürdige und ich finde auch kontraproduktive Emissionsregulierung zu hinterfragen. Die ist im Übrigen auch deswegen, ja, Sie kommen leider immer zu spät. Sie hätten das bei mir schon vor Jahren hören können. Sie kommen zu spät, wie auch in dieser Sache. Und es ist eben auch richtig, dass sie nicht nur unter industriepolitischen Gründen zu hinterfragen ist, sondern auch unter klimapolitischen Gründen. Meine Damen und Herren, die nationale Wasserstoffstrategie ist bereits erwähnt worden. Ich hätte mich gefreut, wenn das Bundesumweltministerium heute hier vertreten wäre. Es ist da. Sehr geehrter Staatssekretär, nehmen Sie noch mal mit, dass wir uns wünschen würden, dass Sie beispielsweise bei der Freigabe und Zertifizierung von, ich nenne jetzt mal das Produkt Care Diesel, sich ein bisschen beweglicher zeigen und nicht ideologisch einmauern. Das senkt im Übrigen dann Emissionen sofort und zwar im Bestand. Das kann morgen schon losgehen. Da erwarten wir von Ihnen mehr Beweglichkeit. Und deswegen lautet für uns das Credo Technologieoffenheit und gute Investitionen. Und das klappt mit dieser Bundesregierung. Der Kollege Dirk Spaniel hat das Wort für die AfD-Fraktion. Mikro. Ich kann auch so reden. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss gestehen, als wir die Stunde hier angemeldet haben, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich so viel Phrasendrescherei und belangloses Geschwätz zum Thema Zukunft hier heute hören würde. Hier droht ein Abbau von mehr als 400.000 Arbeitsplätzen. Und einige hier gewerkschaftsnahe Kollegen stellen sich hin und sagen, ja, das ist halt so. Es ist unfassbar. Das letzte Mal, als wir hier das diskutiert haben, haben Sie von der Regierungskoalition sich hier noch hingestellt und betont, dass durch Ihre Politik mit der Umstellung auf E-Mobilität keine Arbeitsplatzverluste entstehen werden. Jetzt haben wir eine Studie von Ihren Experten und die sagt genau das Gegenteil. Und die sagt genau das, was die AfD-Fraktion von Anfang an gesagt hat. Das Ende des Verbrennungsmotors hat gravierende Konsequenzen für die Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie. Das sagt diese Studie, das sagen wir und Sie begreifen es nicht. Das, was hier auf die deutsche Autobranche zukommt, sind eben nicht die Auswirkungen des technischen Fortschritts, wie das manche hier suggerieren. Einige Politiker hier verbreiten ja sogar das Märchen, die deutsche Automobilindustrie wünsche sich die Umstellung auf Elektromobilität. Das ist entweder eine dreiste Lüge oder erschreckende Unkenntnis. Die Umstellung auf Elektromobilität in der Automobilbranche folgt den planwirtschaftlichen Vorgaben der Politik. Es ist zukünftig in Europa praktisch unmöglich, Automobile zu verkaufen,
ohne signifikante Anteile an Elektromobilität. Und für die Hersteller bedeutet das eine Zwickmühle. Einerseits sind die Verbrauchsvorgaben der EU, die Sie zu verantworten haben, zu vermeiden. Andererseits sind Elektrofahrzeuge aufgrund der fehlenden Nachfrage überall in Europa praktisch nur schwer verkäuflich. In vielen Fällen sind sie gar nicht verkäuflich. Und das ist der Grund, warum die Automobilbranche immer wieder den Wunsch nach Förderung, nach staatlicher Förderung und Subventionen von Elektromobilität an Sie richtet. Sie treiben die Unternehmen in diesem Land in ein marktwirtschaftlich nicht funktionierendes Geschäftsmodell. Und es ist mir völlig unverständlich, dass angeblich marktwirtschaftlich orientierte Parteien, die da drüben können wir eh vergessen, wie die CDU, CSU und die FDP, diese Politik der Planwirtschaft in diesem Land auch noch vorantreiben. Für die Finanzen unseres Landes ist die Automobilbranche überlebensnotwendig. Im produzierenden Gewerbe wird mehr als jeder vierte Euro mit dem Automobil umgesetzt. Und die drohenden Umsatzrückgänge werden speziell in Süddeutschland, und das werden dann viele in ihren Wahlkreisen noch merken, eine wirtschaftliche Krise nach sich ziehen. Eine Krise, die das Leben der Menschen dort auf den Kopf stellen wird. Und die AfD ist die einzige politische Kraft, die sich trotz massivem medialen Gegenwind für eine andere Politik als die Umstellung auf Elektromobilität ausspricht. Statt Elektroplanwirtschaft fordert die AfD eine ideologiefreie Politik, um die Mobilität der Menschen in diesem Land zu erhalten. Und wenn es um den Erhalt der Arbeitsplätze geht, spätestens dann, dann muss die Politik in diesem Land auch dem Verbrennungsmotor eine Zukunft ermöglichen. Und ob jemals Verbrennungsmotoren abgelöst werden, solle der technische Fortschritt entscheiden und nicht eine Partei, die sich im Wesentlichen mit Kobolden gut auskennt. Und im Gegensatz zu Ihnen, liebe Regierungsvertreter, haben wir ein Konzept. Ja, wir haben hier einen Antrag formuliert, mit dem die Autohersteller die Vorgaben der EU erfüllen können und gleichzeitig die Arbeitsplätze hier in Deutschland erhalten werden. Und das völlig ohne Subventionen. Und übrigens, die Volksrepublik China wird ja hier immer als Vorreiter in strategischer Innovation, insbesondere in Bezug auf Elektromobilität, gefeiert. Die Ironie ist, diese Volksrepublik China hat im Prinzip genau unseren AfD-Antrag, den Sie alle abgelehnt haben im Ausschuss, mittlerweile umgesetzt. Die einseitige Subvention von Elektromobilität in China ist beendet und synthetische Kraftstoffe werden dort anerkannt. Und das ist genau das, was wir hier in Deutschland von Anfang an gefordert haben. Unser Antrag zu synthetischen Kraftstoffen kommt bei nächster Gelegenheit hier wieder ins Plenum. Und dann können die Unternehmer und vor allen Dingen die Mitarbeiter, die Ihnen heute noch die Stimme geben, ja, in Zukunft eben nicht mehr, genau sehen, wer von Ihnen für die katastrophalen Arbeitsplatzverluste hier in Deutschland verantwortlich ist. Die Menschen da draußen sollen wissen, dass es nur eine politische Kraft in diesem Land gibt, welche die europäischen CO2-Vorgaben und die Erhaltung des Verbrennungsmotors gleichzeitig umsetzen kann. Und diese politische... Herr Kollege, es ist jetzt vorbei. Die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, die Kollegin Gabriele Katzmarek. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wenn es nicht so bitter ernst wäre, das, was wir zu diskutieren haben, hätte ich wirklich bald den Eindruck gewonnen, Herr Spaniel, gerade bei Ihrer Rede, dass es sich hier um eine Fasnachtveranstaltung handelt. Ich weiß aber, dass ich erst morgen Abend in meiner Region, aus der ich komme, zu einer Fasnachtveranstaltung gehe und nicht heute. Ganz ruhig, Herr Spaniel. Dass wir uns mit der Frage der Automobilindustrie beschäftigen müssen, das ist doch ganz richtig. Denn letztendlich geht es um Zehntausende von Arbeitsplätzen. Und genau deshalb tun wir das auch. Sie haben ein bisschen Probleme, glaube ich, mit Ihrem Blutdruck. Sie sollten sich mal untersuchen lassen und überlegen, wie Sie vielleicht ein Stück runterkommen. Das würde der Debatte hier im Deutschen Bundestag nicht abträglich sein. Herr Spaniel, halten Sie sich ruhig. Ich habe Ihnen zugehört. Ich habe Ihnen zugehört und es wird Ihnen vielleicht auch mal gut tun, anderen Menschen hier, die auch etwas zu sagen haben, was nicht falsch ist,
auch zuzuhören und zu versuchen, es auch noch zu verstehen. Dann wären wir ein Stück weiter. Aber es zeigt auch jetzt wieder auch Ihr Verhalten, dass es gar nicht sinnig ist, eine Debatte, eine inhaltliche Debatte hier mit Ihnen zu führen. Deshalb macht es wahrscheinlich Sinn, dass man sich eher in anderen Richtungen wendet, denn hier sitzen andere Parteien durch die Bank, die nicht nur hingehen und versuchen, wie ich sage immer, mir fällt bei Ihnen immer das Bild ein, der drei Affen, das kennen Sie sicherlich, nicht sehen, nichts hören, nur den dritten Affen, den Sie leider immer vergessen, nicht sagen, dass das Ihr Thema ist. So, und ich sage Ihnen eins dazu, ja, das ist das politische Niveau dazu. Ich sage Ihnen noch mal eins, der Unterschied zwischen Ihnen und dem Rest des Hauses ist der, dass wir erkannt haben, dass wir uns als Politik den zukünftigen Herausforderungen stellen müssen, die wir haben, nämlich sich um die Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Automobilindustrie zu kümmern. Nicht umsonst fand jetzt ein erweiterter Automobilgipfel statt. Das haben Sie nur nicht zur Kenntnis genommen. Nicht umsonst gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Gespräche, die zwischen den Parteien, die von der Regierung geführt werden, mit Gewerkschaften und mit den Verbänden, wo man gemeinsam daran arbeitet, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Was Sie hier veranstalten, ist, Menschen zu verunsichern, dass es Sorgen und Nöte gibt der Menschen in der Automobilindustrie. Das wissen wir auch, nämlich Zukunftsängste. Wie geht denn Politik dann damit um? Wie muss sie damit umgehen? Doch nicht, indem sie verstärkt diese Ängste und Sorgen, indem sie Horrorszenarien an die Wand malen, wie sie es heute wieder getan haben. Nein, wir müssen Antworten darauf finden, wie die Arbeitsplätze auch in Zukunft erhalten werden, wie die Transformation auch in Zukunft gestaltet wird. Und das haben wir getan. Das tun wir auch weiterhin. Sie müssen unseren Arbeitsminister Hubertus Heil mal zuhören. Dann wissen Sie, was diskutiert worden ist. Wir greifen nämlich die Vorschläge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Automobilindustrie auf. Das heißt, wir kümmern uns um die Frage, kann das Kurzarbeitergeld verändert werden, damit es eine größere Chance zur Transformation gibt? Das Qualifizierungs- und Chancengesetz als Chance zu nutzen für eine veränderte Automobilindustrie. Darum geht es. Das haben Sie aber nicht verstanden. Sie glauben wirklich, wenn Sie wie die Affen die Augen zumachen und die Ohren zumachen, bleibt die Welt so stehen, wie sie ist. Und das wird es nicht sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deshalb ist es richtig und wichtig für uns, dass wir uns den Herausforderungen gemeinsam stellen. Das tun wir mit dem Wirtschaftsministerium. Uns auch nicht beirren lassen von Hass und Hetze und uns um die Menschen kümmern in Frau Kollegin, der Arbeitswelt. Die Zeit ist abgelaufen. Und die Zeit ist abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen. Herr Präsident. Es hilft nichts. Der nächste Redner, der Kollege Bernhard Loos, CDU-CSU-Fraktion. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche natürlich auch gleich wieder die AfD-Fraktion an, weil sie offensichtlich dazu übergeht, im Zwei-Monats-Rhythmus aktuelle Stunden immer zum gleichen Thema zu bringen. Aber auch Sie sollten wissen, auch die ständige Wiederholung falscher Thesen führt nicht dazu, dass Falschbehauptungen von einer Arbeitsplatzvernichtung irgendwann richtiger werden. Im Gegenteil, was Sie machen, ist nicht die Sorge um die deutsche Automobilindustrie oder gar um die Arbeitsplätze. Nein, was Sie machen, ist das bewusste Schlechtreden einer deutschen Schlüsselindustrie. Sie schädigen damit das Image der gesamten deutschen Wirtschaft international. Wenn es Ihnen von der AfD
wirklich um die Zukunft der Automobilindustrie und der Beschäftigten in Deutschland ginge, dann sage ich als direkt gewählter Abgeordneter von München Nord, da ist immerhin BMW mit, hat BMW seinen Sitz und MAN, sowie Audi und viele andere große und kleine Zuliefererfirmen in Bayern, dann dürften Sie keine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik propagieren, sondern müssten mit uns nach vorne orientierte, technisch innovative und damit zukunftssichere Politik einschlagen. Sie hantieren mit Zahlen der nationalen Plattform Mobilität von 410.000 gefährdeten Arbeitsplätzen in den kommenden 10 Jahren. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, spricht dagegen nur von 70.000 Arbeitsplätzen bei der Fertigung von Verbrenner-Antriebssträngen. Ich bin noch nicht fertig. VDA-Präsident Mattes sagte erst vergangenen Dezember, dass der zu erwartende Stellenabbau vor allem der weltweiten Konjunktur geschuldet ist. Und weiter sagt er, dass auch der Bau des, also zum Beispiel auch des großen Werkes von Tesla, auch das Ingenieur- und Designzentrum der US-Firma in Berlin allein 10.000 Arbeitsplätze schafft. Das, was da im Einzelnen geschrieben wird, muss man erst mal sehen, was dann tatsächlich kommt. Ne? Also ich glaube hier eher den Zahlen und Einschätzungen der Automobilfirmen als den Zahlen irgendwelcher Beratergremien. Im Übrigen stimme ich dem VDA zu, dass eine Debatte um die Größe der Zahlen nicht hilfreich ist. Der Lösungsansatz zum Abfedern des Strukturwandels liegt darin, die Betroffenen weiterzubilden. Da der Export für die deutsche Automobilwirtschaft eminent wichtig ist, ist es eben auch wichtig, dass die Automobilwirtschaft sich den Herausforderungen neue Technologien, dem Strukturwandel und dem globalen Wettbewerb stellt. Wir wollen die Automobilwirtschaft dabei unterstützen, fit zu sein für diese Zukunftsherausforderungen einer sich weltweit wandelnden Mobilität. Und als Unternehmer sage ich Ihnen, die technische Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Sie geht immer weiter. Wirtschaft heißt Wettbewerb. Wettbewerb heißt Einstellen auf neue Verfahren, Innovationen. Innovation heißt Fortschritt. Die Elektromobilität ist dabei ein entscheidender Weg. Ein Blick nach China, Sie haben es ja selbst gesagt, wo ich als Unternehmer öfter selbst bin, aber auch nach Kalifornien zeigt, wir reden hier von einem globalen Trend. Diesen Trend aufgreifen, ja, den Trend vorgreifen, vorgeben, ist Aufgabe der Politik. Daher müssen wir, die Politik, den Technologiewandel auch unterstützen. Das ist der Grund, warum der Bund die Batteriezellenforschung massiv voranbringen will. Aber natürlich dürfen wir nicht alleine nur auf Elektromobilität setzen, sondern auch auf synthetische Kraftstoffe, Brennstoffzellen und Wasserstoff. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA, geht allein im Bereich Wasserstoff von bis zu 470.000 neuen Arbeitsplätzen in Deutschland bis zum Jahr 2050 aus. Japan und China setzen voll auf Wasserstoff und auch deutsche Autobauer sind am Entwickeln. Diesen Weg werden wir weiter unterstützen. Sie von der AfD sind die Meister der Angst. Wir von der Union schauen mit Zuversicht in die automotive Zukunft. Optimismus statt Pessimismus, das unterscheidet uns von Ihnen. Wir bringen Deutschland voran. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Loos, auch für die Disziplin bei der Redezeit. Der Kollege Matthias Stein, SPD-Fraktion, hat das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn ich mir das so anhöre, was die Herren hier von der AfD so zum Besten gegeben haben, ist das das gleiche Prinzip wie immer, das, was sie am besten können. Sie schüren Ängste, genau, das können sie auch. Sie schüren Angst vor Elektromobilität, sie schüren Angst vor Arbeitslosigkeit, sie schüren Angst vor der Zukunft. Doch Angst vor der Zukunft muss nur der haben, der nichts tut und der sich feige wegduckt.
so wie Sie das machen. Und was für ein Glück, dass Sie dieses Land nicht regieren, sondern dass wir dieses Land regieren. Diese Bundesregierung stellt sich den notwendigen Veränderungen dieser Zeit. Wir gehen voran beim Klimaschutz und bei der Verkehrswende. Wir und allen voran unser Arbeitsminister Hubertus Heil stellt die richtigen Weichen bei Qualifizierung und Arbeitsmarkt. Das hat meine Kollegin Kaczmarek auch sehr gut dargestellt. Wir nehmen bei diesen wichtigen Prozessen sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite nehmen wir mit und gemeinsam und solidarisch diesen Wandel zu gestalten. Das ist für uns der Ausdruck von Made in Germany und nicht das, was Sie an dieser Stelle tun. Und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bauen wir da besonders auf die starke Kraft von innovativen Beschäftigten und ihren Gewerkschaften, die hier tatsächlich auch Großes geleistet haben und schon bereits im Juni hier demonstriert haben und gesagt haben, wir müssen diesen Wandel fair gestalten. Und gemeinsam können wir dann da auch dafür sorgen, dass wir eine gute Zukunft haben und dass die Menschen auch keine Angst vor Arbeitslosigkeit haben und auch keine Angst vor Elektromobilität. Denn im Gegenteil, wenn wir den Antriebswechsel mit klugen Förder- und Regulationsmaßnahmen begleiten, ist die Elektromobilität eine große Chance für dieses Land, die richtigen Antworten auf den Klimaschutz zu geben. Und mit unserem Paket Klimaschutz und Masterplan Infrastruktur setzen wir hier die richtigen Zeichen. Wir machen die notwendigen Schritte, um die Elektromobilität zu Erfolg zu führen. Mehr Ladeinfrastruktur, eine auf den Bedarf abgestimmte Förderung, bessere Planung und Verteilung sollen die weißen Flecken im Bereich der Ladeinfrastruktur beheben. Und ehrlich gesagt muss auch die Elektromobilität bei uns in Deutschland ein Erfolg werden. Denn was ist denn die Alternative? Was ist denn Ihre Alternative? Einfach die Zeit zurückdrehen, einfach voll auf den Verbrennungsmotor zu setzen? Davon kann ich nur warnen, das ist keine gute Idee. Denn wenn Sie sich das anders wünschen, Deutschland ist ja nicht oft allein auf der Welt. Das wünschen Sie sich ja manchmal. Im Gegenteil. Wir sind sogar stark verbunden mit der Welt. Und wir exportieren unsere Autos in die gesamte Welt. Und gucken Sie sich da mal um in Europa und der Welt. Norwegen, da waren wir auch noch, jetzt spricht Herr Spaniel, Norwegen will ab 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. China, ein riesiger Absatzmarkt. Island, Israel, Indien, Irland, die Niederlande wollen ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr neu zulassen. Frankreich, Großbritannien, Taiwan werden 2040 nachziehen. Wohin wollen Sie dann noch Ihre Verbrennungsmotoren in 20 Jahren verkaufen? Das können Sie leider nicht verraten. Natürlich ist es richtig, wir werden auch noch in einigen Segmenten den Verbrennungsmotor brauchen. Und gerade auch in Verbindung mit E-Fuels und Schiffen und Flugzeugen wird das einen wichtigen Beitrag machen. Aber da investieren wir doch auch. Da tun wir etwas für Innovation und forschen auch dazu. Ich kann Ihnen nur sagen, nichts tun, so wie Sie das wollen, ist keine Alternative. Wir müssen in Zukunftstechnologien investieren, damit unsere Arbeitsplätze gesichert sind. Wir bauen auf eine Zukunft in Deutschland, wo wirtschaftliche und soziale Stärke gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gestalten werden kann. Und das ist für uns ganz wichtig. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Der letzte Redner in der Aktuellen Stunde, der Kollege Oliver Grundmann, CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage das an dieser Stelle häufiger und auch immer gern, ich bin ein zufriedener Besitzer eines T5-Diesel. Mit dem bin ich mit meiner großen Familie unterwegs, da passt viel rein. Und dieses Fahrzeug bringt mich auch sicher auch zu Wahlkreisterminen von A nach B. Und vielleicht werde ich mir auch wieder solch ein Fahrzeug kaufen. Vielleicht auch wieder solch einen Diesel. Aber als Politiker, als Mitglied im Umweltausschuss und als Berichterstatter für Mobilität und Verkehr, aber vor allen Dingen auch jemand, der selber aus der Wirtschaft kommt, sage ich, wer etwas von Wirtschaft vielleicht ein Stück weit auch mehr versteht, in der Wirtschaft muss man mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Und ich fände es außerordentlich schade, wenn der Antrieb, ob Diesel oder Otto-Verbrennungsmotor, wenn die verschwinden würden
Und ich sehe auch für diese beiden Antriebsarten mit synthetischen Kraftstoffen auch weiterhin eine Zukunft. Aber gerade weil wir das Mutterland der Automobilindustrie, des Automobilbaus sind, können und werden wir uns internationalen Verpflichtungen oder Entwicklungen nicht entgegenstellen können. Und wenn wir uns die Automobilwirtschaft anschauen, dann sehen wir eben, dass sie sehr breit für den Export aufgestellt ist. Und wir haben es heute mehrfach gehört, dass 3 von 4 Fahrzeugen eben exportiert werden. Und ich habe in den letzten Wochen einfach mal zahlreiche Gespräche geführt, Möglichkeiten genutzt. Zum Beispiel war ich bei MAN. Das ist übrigens der Erfinder des Dieselmotors. Die haben 1893 das Patent angemeldet und die hatten sogar bis zum letzten Jahr den Namen Diesel in ihrem Namen. MAN Diesel und Turbo. Ist mittlerweile Geschichte. Sind umfirmiert, die heißen jetzt MAN Energy Solutions und die setzen jetzt voll auf Power to Gas, grünes Methanol oder auf LNG. Oder diese Woche hatte ich ein Gespräch mit Shell, die haben einen großen Entwicklungsstandort in Hamburg, die wollen Weltmarktführer bei den CO2-neutralen Kraftstoffen werden. Und wir rollen jetzt auch gerade, fangen Sie an, die rollen auf, rollen gerade ein Netz von 40 Bio-LNG-Tankstellen in Deutschland aus, wo auch eben CO2 aus Biogasanlagen dann einbezogen wird. Oder gestern hatten wir im Küstenkreis der CDU-CSU-Fraktion Dow Chemical, eines der größten Chemiekonzerne bei einem unserer Frühstücke, und die planen die weltgrößte Anlage für grünes Methanol. Über 200.000 Tonnen pro Jahr produziert bei mir in meinem Heimatwahlkreis in Stade, auch nicht ausschließlich für Deutschland, sondern eben auch als Antriebsstoff für den Weltmarkt. Und genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eben der springende Punkt. Wir bauen heute immer noch die weltbesten Diesel. Davon bin ich total überzeugt. Aber vor 70 Jahren haben eben Borsig, Henschel und Kraus auch mal die besten Dampflokomotiven gefertigt. Und dann kamen die Japaner, die haben in den 60er Jahren dann den ersten Shinkansen aufs Gleis gesetzt. Und TGV, der kam dann in den 80er Jahren aufs Gleis. Und wir haben dann 10 Jahre später erst ICE aufs Gleis gesetzt. Und bei uns fahren eben heute in Deutschland bis vielleicht auf den Brocken keine Dampflokomotiven mehr, sondern bei mir beispielsweise im Wahlkreis fahren die ersten Brennstoffzellen-Regionalzüge, die auf der Welt unterwegs sind. Und das wird die Zukunft werden, natürlich mit Technologieförderung, das wird eben auch die Zukunft sein. Und genauso wird es eben auch im Automobilbereich kommen. Die Welt, die dreht sich eben weiter und wir haben es in der Zukunft mit vollkommen unterschiedlichen Antriebssträngen, Antriebskonzepten zu tun. Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen. Wir dürfen uns eben nicht auf eine einzige Technologie versteifen. Und da sind Sie von der AfD genauso falsch unterwegs mit dem Diesel, ideologisch genauso falsch wie die Grünen, die ausschließlich auf die Elektromobilität setzen. Das sind beides Antriebskonzepte, die wir heute und auch bestimmt in der Zukunft noch benötigen werden. Und ich glaube, es sind auch gute Antriebskonzepte. Aber wer glaubt, dass das die einzigen oder das eine Technologie der einzige Heilsbringer sein kann, der führt eben in die Irre. Und deswegen dieses Entweder-oder-Fragespiel, das überlassen wir gerne der Opposition. Wir als Union stehen jedenfalls für Technologieoffenheit. Und das sind für uns LNG, das sind Wasserstoff, elektrosynthetische Kraftstoffe wie Kerndiesel beispielsweise oder was ansonsten noch entwickelt wird. Und ich persönlich bin sehr stolz darauf, auf Unternehmen bei mir im Elbe-Weser-Raum, die zum Beispiel V- und Kirchhoff-Gruppe Brennstoffzellen-Lkw schon fertigen oder im Landkreis Harburg auch Umstellungskonzepte gebaut werden. Also in diesem Sinne, wenn wir diesen Unternehmen diese Freiheit lassen, dann bauen wir auch in Zukunft die besten Autos der Welt und das wollen wir weiterhin unterstützen. Vielen Dank. Jetzt wünsche ich allen Kollegen und Kolleginnen ein schönes Wochenende. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Wir sind am Schluss unserer Tagesordnung.